Also gegen 18 Uhr hat eine Streifenwagenbesatzung einen VW Polo gesehen, der in Schlangenlinien relativ langsam über die A59 in Richtung Köln gefahren ist. Sie haben dem Anhaltszeichen gegeben, der Fahrer ist dem nicht gefolgt, hat dementsprechend dann die Fahrt fortgesetzt in Richtung Köln. Hier unmittelbar vor der Lanxess-Arena ist er dann einem Taxifahrer aufgefahren und diesen Taxifahrer ist dann auf einen Mercedes geschoben worden. Also nach jetzigem Kenntnisstand ist der Fahrer des Polos und der Taxifahrer im Krankenhaus und werden dementsprechend behandelt. Der Fahrer des Mercedes ist nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt. Wir haben Hinweise darauf, dass der Fahrer, der angehalten werden sollte, alkoholisiert gefahren sein soll. Das wird jetzt geprüft. Also nach jetzigem Kenntnisstand ist es so, dass der Fahrer des VW Polos die Anhaltezeichen der Kolleginnen und Kollegen missachtet hat und er dann auch dem Taxi aufgefahren ist, welches dann noch auf den Mercedes geschoben wurde. Die Unfallstelle ist unmittelbar vor einer Kreuzung hier in der Nähe der Lanxess-Arena von Köln. Wir haben das Verkehrsunfallaufnahmeteam jetzt vor Ort, das die Spuren sichert, um zu klären, wie genau der Unfall passiert ist. Es geht darum, den Unfall jetzt zu rekonstruieren. Dafür ist das Verkehrsunfallaufnahmeteam hier vor Ort. Die sichern gleich die Spuren. Wir haben hier ein größeres Trümmerfeld. Die Autos sind auch dementsprechend beschädigt. All das wird jetzt gesichert.